Oh, hallo Katharina. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass du auch zum Digi-Stammtisch kommst. Freut mich, dich hier zu sehen. Mich freut es auch, dich hier zu sehen. Weißt du, ich musste letztens für die Uni einen Artikel recherchieren und ich wusste nicht mehr so genau, von welcher Autorin der war. Und eigentlich brauchte ich auch ein PDF. Da bin ich mir draufgekommen, dass ich eigentlich gar nicht so viel Ahnung habe von Suchmaschinen, wie ich dachte. Wie funktioniert eine Suchmaschine eigentlich? Eine Suchmaschine hat drei Hauptaufgaben: das Erfassen, das Erstellen eines Indexes und das Bewerten und Klassifizieren von Webseiten. Durch diese Aufgaben wird sozusagen eine digitale Landkarte des World Wide Webs erstellt. Suchmaschinen benutzen einen sogenannten Crawler. Der Crawler durchsucht Webseiten nach Links und folgt diesen Links auf weitere Webseiten. Mit dieser Methode erfasst er den Großteil des World Wide Webs und ist somit für die Hauptaufgabe des Erfassens zuständig. Weiters liefert der Crawler wichtige Informationen über die Webseiten, die er besucht hat. Der genaue Algorithmus, der verwendet wird, um Ergebnisse auf deine Suchanfragen zu liefern, ist allerdings streng geheim. In diesem Algorithmus gibt es viele Faktoren, die die Ergebnisse beeinflussen. Einer dieser Faktoren ist der geografische Standort. Das bedeutet, dass wenn man zum Beispiel in New York ist, andere Suchergebnisse bekommt als in Graz oder zum Beispiel in Peking. Wenn wir Suchmaschinen benutzen, stellen wir normalerweise sogenannte informationsorientierte Suchanfragen. Das sind Suchanfragen, durch die man Informationen zu einem gewissen Thema bekommt. Die Abfrage funktioniert durch Keywords, die durch Leerzeichen getrennt werden, und das nicht nur auf Deutsch, sondern in allen möglichen Sprachen. Soweit, so einfach. Was ist aber mit Katharinas Wunsch, eine Autorin zu suchen, dessen Namen sie nicht vollständig weiß? Durch die Eingabe von bestimmten Zeichen kann die Suchanfrage beeinflusst werden. Ein Sternchen zum Beispiel dient als Platzhalter für ein oder mehrere Zeichen, die man nicht weiß. Unsere Suchanfrage könnte also so aussehen. Katharina wollte am liebsten ein PDF finden. Wenn man einer Suchanfrage FileType Doppelpunkt hinzufügt, erhält man nur Ergebnisse mit diesem Dokumententyp. Eine weitere Möglichkeit, die Suche zu beeinflussen, ist es, die Keywords in Anführungszeichen zu setzen. Dann wird nur nach genau dieser Kombination von Keywords gesucht. Es ist möglich, Keywords auch unter einfache Anführungszeichen zu setzen. Damit kann man nach Ergebnissen in gewissen Intervallen, wie zum Beispiel Preise, suchen. Ein Beispiel für eine solche Suchanfrage wäre ein einfaches Anführungszeichen, Schreibtisch bis 100 Euro, einfaches Anführungszeichen. Manchmal möchte man Wörter auch ausschließen. Zum Beispiel, wenn ich nach Jaguar, dem Tier, aber nicht dem Auto suche. Das kann man mit einem Minus tun. Man kann auch nur auf einer bestimmten Webseite nach einem Keyword suchen. Dafür muss bei der Suchanfrage Site-Doppelpunkt hinzugefügt werden. Zum Beispiel. Ein letzter Tipp noch. Man kann sogar nach Definitionen suchen. Dafür ist Define zu verwenden. Wow, ich dachte, ich bin ja schon ein Profi im Umgang mit Suchmaschinen, aber da gibt es so viele Möglichkeiten, die ich noch gar nicht kannte. Den Artikel, den ich gesucht habe, habe ich jetzt mit Sternchen und FileType gefunden. Jetzt muss ich nur noch meine Arbeit schreiben. Alles Gute dabei. Sehen wir uns beim nächsten Digi-Stammtisch? Auf jeden Fall. Es gibt noch viel, was wir lernen können.